Herzlich willkommen in St. Lukas. In schwierigen Zeiten erweist sich Musik oft als Trösterin. Martin Luther beschreibt diese Qualität der Musik mit folgenden Worten: Nichts auf Erden ist kräftiger, die Traurigen fröhlich, die Ausgelassenen nachdenklich, die Verzagten herzhaft, die Verwegenen bedachtsam zu machen, die Hochmütigen zur Demut zu reizen und Neid und Hass zu mindern als die Musik. Wie Luther empfand wohl auch der barocke Dichter Johann Frank. Obwohl er den Dreißigjährigen Krieg erlebte und dessen Folgen vor Augen hatte, schrieb er kein Klagelied, sondern eine Ode, Jesu, meine Freude. Sie rühmt Jesus als den Retter, bei ihm finden wir Trost und Hoffnung auch in Krisenzeiten. Johann Krüger vertonte den Text kurz nach seiner Entstehung. Mit seiner Motette Jesu, meine Freude setzt Johann Sebastian Bach Text und Melodie ein Denkmal. Aus dieser Motette hören Sie nun eine Bearbeitung der Choralmelodie, die auch in der Orgelfassung eine aparte Schönheit entfaltet. Thank you.
Eines der beliebtesten Kirchenliedern Englands ist der Choral Abide with me, bleib bei mir, Herr. Ein Lied, das ununterbrochen seit über 100 Jahren fester Bestandteil der anglikanischen Tradition ist. Darüber hinaus erklingt es aber auch bei gesellschaftlich-kulturellen Ereignissen, wie etwa im September 2001 am Ground Zero beim Gedenken an das Attentat auf die Twin Towers oder bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2012 in London. Der an Tuberkulose erkrankte anglikanische Priester Henry Francis Light dichtete 1847 den Text wenige Wochen vor seinem Tod. Der Einfall für die heute vertraute Melodie kam dem Organisten William Monk ein paar Jahre später während eines Sonnenuntergangs, wie seine Witwe berichtet. Jede Strophe endet mit der Bitte, bleib bei mir, was das Lied zu einem anhaltenden Ruf nach Gottes persönlicher Gegenwart macht, in jeder Phase und jedem Zustand unseres Lebens. Während des Ersten Weltkrieges war das Lied in den Schützengräben äußerst populär. Der tröstliche Charakter des Liedes war auch für Sir Hubert Parry eine Hilfe in dunkler Zeit. Parry fand mit der Musik eine Ausdrucksform, seine Wertvorstellungen umzusetzen und wollte mit ihr an die bessere Natur des Menschen appellieren. Er verehrte die deutsche Kultur, weshalb es ihm unbegreiflich war, wie gerade die Deutschen im Ersten Weltkrieg so viel Leid über die Welt bringen konnten. Wie sein großes Vorbild Johannes Brahms wandte er sich am Ende seines Lebens der Orgel zu und schuf eine Reihe von Choralvorspielen. Darunter auch die eher intimere Bearbeitung zu Abide with me, die vor dem Hintergrund des Krieges wie ein persönliches Gebet in einer turbulenten Zeit erscheint.